Hallo Leute, ist das der Battle Bus? Warte, es ist nicht Fortnite? Was sagst du? Realm Royal? So heißt das Spiel? Von denselben Machern wie Paladins? Eigentlich ganz nice und gratis auf Steam? Ach cool. Ja, wenn das so ist, dann bin ich mal hier einfach hier Magier, ne? Warum auch nicht? Hey, wo ist mein Fallschirm? Hallo? Wo ist mein Fallschirm? Habt ihr mir meinen Fallschirm nicht aufgesetzt? Oh nein. Ach, den wollte ich doch haben. Oh nein, ah, oh, das wird weh tun. Oh nein, oh! Hölle, ich hab's drauf. Oh, ich kann fliegen. Oh, doch nicht. Schade. Was ist das? Oh, Alter. Was war denn das? Oh, das klingt gruselig hier. Ich hab doch gar nichts, um mich zu verteidigen. Oh, da! Was ist das? Okay, es ist irgendwas. Und scheinbar habe ich unendlich Muni. Ja, ich kann mich mit 3 scheinbar heilen. Leute, ich habe dieses Spiel nie richtig gespielt. Ich habe nicht mal 1 Stunde Spielzeit. Ach du Kacke. Und das letzte Mal habe ich auch vor einigen Monaten erst gespielt, aber ich kann scheinbar fliegen für eine kurze Zeit. Was ganz nice ist. Das kann, soweit ich weiß, nur der Magier. Aber ich habe nur eine Waffe und die sieht nicht so toll aus. Ah, da. Wow. Was hast du gesagt? Ein Heli-Kampfschrei? Nein, ein Heilkampfschrei. Na, dann nehme ich lieber das, was ich gerade noch habe. Falls ihr Realm Royal Profis seid, dann gebt mir auf jeden Fall Tipps, falls ich das nochmal spielen soll. Ach, Göttchen. Da ist noch was. Wieso ist da kaum... Wieso sind da nie richtig Waffen drin? Heilstation. Ja, ich nehme lieber das. Irgendwie scheint hier niemand anderes zu sein. Und aimen können wir auch. Die Steuerung ist relativ ähnlich mit Fortnite. Mit Ausnahme davon, dass ich irgendwie nicht weiß, wie man auf die Map kommt. Reittür. Wow. Ta. Aha. Kann man sich rein theoretisch Marker setzen. Und da ist mein Mate. Ich bin nämlich auf Duo gegangen. Und ich sehe irgendwas auf der Karte. Oh. Das ist ein nicer Ort. Eine Leuchtrakete. Oh, die bringt auch nicht viel. Ernsthaft? Es kann nur eine Exemplarwaffe getragen werden. Ach so. Das sieht nice aus. Okay. Ein Impulsgewehr. Das sieht nice aus. Ah, sozusagen Salvensturmgewehr, wenn man das so will. Eine Maschinenpistole. Perfekt. Keine Ahnung, ob man unendlich Muni hat. Was ist das? Sensordrohne. Okay, scheint legendär zu sein. Dann nehme ich es einfach mal mit. Und da ist mein Mate. Ich hoffe, der hört mich nicht. Falls er mich hört, dann würde er mich wahrscheinlich eh nicht verstehen. Er hat ein Pferd. Oh, lol. Stimmt, mit Z kann man ja ein Pferd machen. Hui. Aber wir sind in der Zone. Und ja, es ist ein bisschen Fortnite-Nachmacher, aber an sich ist das Spiel ganz cool. Es ist nämlich nicht ganz wie Fortnite, weil hier halt auch Schmieden und so gibt und da. Da ist ein Gegner, Leute. Und davor habe ich Angst. Oh. Denn wie ich gesagt habe, ich habe dieses Spiel kaum gespielt. Okay, schauen wir da unten. Stopp! Ja, ist ein Huhn. Lol, ist ein Huhn. Haha. Lol. Eine Schrotflinte. Nehme ich sehr gerne. Rüstungstrank. Wie komme ich denn in mein Inventar? G? Ach so. Und mit H kann ich mich auch heilen. Nice. Cool. Mit G und H kann man sich dann also Schild und alles geben. Blinzeln. Teleportiert nicht nach vorne. Ja, dafür brauchst du eine Klasse. Seelenwind. Stoße einen Schwall magischer Energie aus. Oh, nice. Festung. Okay. Ist aber
nicht alles nötig. Vielleicht gewinnen wir ja heute sogar, weil ich mein Mate ja mega pro. Die Knarrenstadt. Aber sowas Westernmäßiges finde ich auch ganz nice. Sollte in Fortnite auch mal sein. Ich kann die Schmiede verwenden, aber ich habe keine dieser Punkte. Ich weiß nicht, wie man die Punkte kriegt. Stimmt, man kann Sachen zerlegen. Oh, stimmt, ich hätte so viel zerlegen können. Heiltränke, Rüstungstränke, Waffe Magier. Eine epische Waffe. Dafür brauche ich 70 Punkte und ich habe 16. Ah. Jetzt habe ich 24. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um und cut das dann mal ganz kurz vor euch raus. Ist dann irgendwas Spannendes passiert? Ein Großkalibergewehr. Na. Hat keinen so hohen Seltenheitsgrad. Obwohl, ich cut's doch nicht so vor euch raus. Mir fehlen ja nur noch 4 Splitter. Und es scheint mir... Wieso lag da was rum? Gleitflug habe ich ja schon. Oh, die Zone kommt gleich. Ach, 70 Punkte. Ich dachte, ich brauche 40. Okay, habe ich aber auch gleich. Oh, da bin ich jetzt schon mal lang gegangen. Liegt hier noch irgendwas rum? Komm, hier irgendwo muss noch was rumliegen. Da liegt was rum. Nice. Perfekt. Dann mache ich mir eine Waffe. Ich hoffe mal ganz stark, dass sie mir nicht gedroppt wird, denn sonst nimmt sich dieser Typ hier einfach. Glaubt mir, Leute, das verspreche ich euch. Wenn ja, wäre ich richtig sauer auf ihn. Aber es ist einfach nice hier. Ich glaube, das ist auch ein Noob. Nur was heißt auch, ich bin voll der Pro. Hey, der nimmt sich das jetzt. Nice. Alter. Cool. Und die ist legendär. Das ist ja mal richtig nice. So, dann reiten wir aber mal trotzdem in die Zone. Was hat es mit diesen Kristallen auf sich? Eine Spitzhacke gibt es hier nicht. Ah, ich habe einen Emote. Aber auch nur einen. Nee, Sport habe ich auch. Okay. Okay. Lol, wie cool. Okay. Das ist cool, dass man so reden kann. Dann mal ab in die Zone. Die Pferde sind auf jeden Fall ganz nice. Und es leben auch nur noch 25 Leute. Aber die Zone kommt jetzt auch, deswegen sollten wir ein bisschen reinreiten. Aber auch eine schicke Wüste hier. Ich muss sagen, das Spiel sieht wirklich schön aus. Also mit Ausnahme von Schatten und allgemein gut gerendert wird es nicht. Aber an sich mag ich die Grafik ganz gerne. Ist aber auch noch Early Access. Paladins ist dann natürlich ein bisschen besser. Habe ich auch, kann ich auch mal bringen. Hat Paul auch, also kann ich auch mal ein Video mit Paul zu machen. Wäre mal ganz nice. Irgendwas Nützliches? Ein Sturmgewehr. Oder eine Schrotflinte. Na, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Rune des Nachladetempos. Ach, hat das irgendeinen Platz verbraucht? Nee, scheinbar nicht. Ja, nice. Also kann ich jetzt? Ja, da erkennt man schon einen Unterschied. Erderschütterung. Schusse Gegner in die Luft und ziehe sie dann auf den Boden ein. I don't need that. Einfach mal lockerflockig die Stadt looten, obwohl ich ja schon eine legendäre Waffe habe. Ich bin da so stolz drauf. Ich merke ja gerade, ich kann fliegen. Das habe ich komplett vergessen. Das kann ich leider auch nur alle 20 Sekunden. Das heißt nur, ich kann fliegen. Schon stark. Und die meisten Leute lassen ja einfach die Sachen liegen. Ich weiß nicht, ob die dann entweder Noobs sind. Oder ob man das normalerweise so macht. Und ich muss noch ein bisschen Rüstung trinken. Das heißt muss, aber es ist ganz nice. Und ab in die Zone.
Aber ihr merkt auch schon, es laggt ein bisschen. Also es wird ab und zu nach vorne und nach hinten gebuggt. Das ist nicht so nice. Und es leben einfach nur noch 13 Leute. Meint ihr, wir können das gewinnen? So, den Rüstungstrank nehme ich. Das zersplittere ich einfach mal. Ein bisschen all ist, dass man mit dem Pferd, dass man das Pferd mit Z holt. Das heißt, ich muss immer so den Arm von der Maus auf die Taste Z holen, weil ich mich ja mit WASD bewege. Ja, und so splitter ich das einfach mal. Keine Ahnung, was da gerade war. Heilkampfschrei. Haben wir aber soweit ich wahrscheinlich oft gesehen. Dann fliegen wir einfach mal lang. Kriegen wir eigentlich Fallschaden? Nee. Ah! Gott! Stirb! Jawohl! Eine bessere Schrotflinte. Nein! Nein! Ach, Menno. Und du craftest dir was. Wow, Ehrenmann. Die waren einfach zu faul, einfach so ein Zuschauermenü zu machen. Deswegen sehe ich jetzt einfach, was er sieht. Mit allen Anzeigen. Ein bisschen dämlich. Richtig dämlich. Du hast, finde ich, den Typen, der da rumreitet. Naja, ich lief trotzdem mal. Ja, das war's denn jetzt auch eigentlich schon für dieses kleine Video, Leute. Oh, wir gucken uns noch an, wie der sich schlägt, ob er den tötet. Aber falls euch das gefallen hat und ich vielleicht mal ein bisschen trainieren sollte, dann lasst einen Daumen da. Einen Daumen nach oben. Falls euch nicht gefallen hat, gebt einen Dislike und sagt mir, was ich stattdessen spielen soll und was soll es hier los. Ach, er hat die Flugfähigkeit genommen. Das kann man natürlich auch machen. Ist natürlich eine gute Fähigkeit, ne? Letztes Mal spielen wir dann mit anderen Klassen und er hat es tatsächlich hinbekommen. Nice. Ach, das mit den Hühnern ist auch eine witzige Idee. Alter, aber hat auch echt nur eine Pumpgun. Aber ja, falls ihr mehr davon haben wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.